ich knarr mich mal ins Bild. Hier ist Robert Götz, Matuszewski. Das ist jetzt mein zweiter Versuch für das Video. Gibt es normalerweise nicht, dass ich ein Video zweimal starte, aber heute musste es mal sein. Ja, ich hatte hier eine Nachricht, die war so kompliziert, die habe ich vorgelesen und habe sie dann selber nicht verstanden. Da musste ich abbrechen. Freunde, ich bin hier für die Linksstaatlichkeit, für die CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem Ex-Bürgermeister in Berlin, Klaus Wowereit, bester Mann, auch der Flughafenexperte genannt. Der hat ja den BER bauen lassen, da hat man ihm angeboten, ein Konsortium. Ja, wir bauen das Ding für 2 Milliarden, ist relativ schnell fertig. Da hat Wowereit, Klausi, gesagt, ha, das kann ich besser, ja, billiger und besser und schneller. Gut, es hat dann leichte 10 Jahre Verzögerung gegeben, walla walla, inshallah. Und dann über 8 Milliarden gekostet. Das Ding ist jetzt zu klein und undicht. Es gibt Verzögerungen. Man muss 3, 4, 5 Stunden vor Abflug ankommen, weil es alles da ganz kompliziert ist. Die Rolltreppen landen nicht da, wo sie landen sollen. Aber was soll's? Passt schon. Klaus Wowereit, du seist gegrüßt. Und meine Aufgabe ist hier nicht nur schöne Bilder von gesunder Nahrung vorzustellen. Nein, meine Aufgabe ist hier für euch einzuordnen. Bei mir muss nicht gedacht werden. Ich lasse denken. So, also ich denke ja auch nicht selber. Ha, ihr denkt, ich denke, aber ich denke nicht. Ich lasse denken von Klaus Schwab. Ja, so. Und der denkt auch nur, dass er denkt. Aber bevor es so richtig losgeht, möchte ich Wolfgang Drierer herzlichen Dank sagen. Danke, danke, danke. Und mein Dank geht auch an Frank Schneegass. Danke von Herzen. Und noch ein schneller Dank an Christoph Eschborn. Jetzt geht's los. Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit habe ich dieses bekommen. Soll ich es spenden? Fragezeichen. So, es gab eine Großzügigkeit bei Dicovere Krankenhaus. Da hat ein Mitarbeiter, haltet euch fest, sehr großzügig, einen Bücherscheck im Wert von sage und schreibe 20 Euro für das 40-jährige Dienstjubiläum bekommen. Toll, ja. Man rechnet mal aus, wenn der 40 Millionen Jahre da arbeitet, da kann der locker eine Bibliothek aufmachen. Finde ich sehr großzügig. Der Steff schreibt mir, er schaut meine Videos auf YouTube abends zur Motivation und Virtube morgens zur Motivation. Danke dafür. Und da gibt es auch einen Gruß an der Steff und Grüße gehen an Guido Bolz. Es geht weiter. Katar wird ungehalten und sagt, Habeck und EU schuld an hohem Gaspreis. Ich rufe Katar zu. Was wisst ihr denn über Gas, Katar? Ja, wir haben einen Gasminister. Minister. Robert Habeck, der kennt sich mit Gas aus. Ja, der kennt sich auch mit Insolvenzen aus. Ja, und mit Märchenbüchern und Märchen erzählen. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Katar, ja, haltet euch mal raus hier. So, dann schreibt hier der Grandler, FDP wählen ist, wenn du Linda Teuteberg bei Tinder likest und Strack Zimmermann zum Date erscheint. Verstehe ich nicht. Sabine Borchert, danke für deinen Kommentar. Und jetzt kommt was Schönes. Wenn man hier auf einer Suchplattform etwas sucht, nämlich die Demo vom 8.10. in Bielefeld, Suche, ja, 8.10. Demo Bielefeld, kommt. Anfrage wurde blockiert. Die Suchergebnisse für die Abfrage 8.10.2022 Demo Bielefeld können Gewalt und Pornografie enthalten. NTV. Halskratzen, Husten und Schnupfen. Gerade kämpfen viele mit Erkältungssymptomen. Die Krankenstände sind relativ hoch. Manch einer hat das Gefühl, so schlimm war es lange nicht. Stimmt das? Ja, und jetzt ordnet NTV ein und ich mache das auch, aber das mache ich lieber auf YouTube. So, und Berlin, als im Spätsommer, wir machen mal ein bisschen Historie hier, auch schön, als im als die Späher des US-Militärs im Sommer 1982 auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion eine riesige Explosion sahen, fürchteten sie das Schlimmste. Hatten die Russen dort eine neue, den USA noch unbekannte Rakete getestet oder gar eine Atombombe? Niemand konnte es anhand der Bilder genau erkennen. Allerdings wussten die Experten, dass in dem Gebiet keine Raketen stationiert sind. Das North American Air Defense Command informierte sofort das Weiße Haus und versetzte die Armee in Alarmbereitschaft. Wenige Minuten später war die Aufregung vorüber. Die Freude in der CIA-Zentrale in Langley aber umso größer. Die Strategen um den damaligen Geheimdienstchef William L. Casey jubelten. Denn die große Explosion beim Feind im Osten war weder eine Bombe noch eine Rakete. Der Feuerball war wohl das Zeichen für den Erfolg von Casseys Geheimdienstlern. Durch ihre Arbeit, genauer gesagt durch eine von der CIA eingefädelte Lieferung fehlerhafter Software für die Pipeline-Steuerung, war eine der größten Gaspipelines in der Sowjetunion in die Luft gegangen. Auf einen Schlag war eine der wichtigsten Geldquellen Moskaus versiegt. Die Mission wurde von Ronald Reagan abgesegnet. Gut, ja, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Am 8. Oktober in Berlin, 13 Uhr, Reichstag, werde ich sein, kontrollieren, observieren, überwachen. Da ist eine große Demo für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Sanktionen, das Infektionsschutzgesetz. Ihr kommt bitte nicht, ihr bleibt artig zu Hause.
Und wenn jemand hier mit einer königlich sächsischen Fahne dort aufschlägt, das ist verboten. Die Fahnen sind verboten. Ja? Bringt eine Palästinenserfahne mit, das könnt ihr gerne machen, aber auf keinen Fall eine königlich sächsische Fahne. Ist verboten. So, dann haben wir hier ein Bübchen, hier, juhu, wie heißt das Ding hier? Bundeskongress, 53. Bundeskongress hier, so ein junges grünes Bübchen, der sehr eloquent, sehr in sehr gewährtem Deutsch uns erklärt, wie gefährlich die Rechten sind. Ganz schlimm, habe ich auf Telegram geschoben, interessant. Und jetzt hier letzte Nachricht, WIRK-TV. EU-Abgeordnete fordern Manfred Weber auf, rechte Regierung in Rom zu verhindern. Also jetzt muss doch mal die EU was machen. Es kann doch nicht sein, dass in Rom einfach eine vom Volk gewählte Frau an die Macht kommt. Gefällt mir gar nicht. So, Freunde, und dann etwas Schönes aus Schildburg, aus Deutschland, hier, da schaut es euch an, da sind einige Hinweise, dass man als Autofahrer und Radfahrer genau weiß, in welchem Land man sich befindet, nämlich im besten Deutschland aller Zeiten, ja, schön, Gehwegschäden, Radwegschäden, Straßenschäden, wunderbar. Starke Teuerung, noch mehr Firmen wollen Preise erhöhen. Ein Ende der hohen Inflation ist vorerst nicht in Sicht. Eine Umfrage des IFO-Instituts zufolge planen mehr Unternehmen für die kommenden Monate die Preise heraufzusetzen. Der Trend zeigt sich vor allem bei Lebensmitteln. Ja, Lebensmittel sind vor wenigen Tagen bis zu 20% teurer geworden. Gute Nachrichten, es gibt ab Januar das Bürgergeld. Da gibt es kein Hartz IV mehr. Das Gute ist, man kann erstmal 60.000 Vermögen haben, muss dann also nach 2 Jahren, darf man immer noch 15.000 haben. Und es wird weiter die Miete bezahlt, es wird weiter die Heizung bezahlt und man kriegt, ich glaube, 540 Euro. Das ist schön. Und böse Zungen sagen, ja, dann macht es aber auch keinen Spaß mehr, irgendwo einen kleinen Hilfsarbeiterjob zu machen. Dann macht man gleich einen auf Bürgergeld. Ja, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Laut Charlie Ward sind mehr als 25 Hotels in London auf längere Zeit vollständig ausgebucht und beherbergen tausende Soldaten, die scheinbar auf ein bestimmtes Ereignis warten. Ja, das ist jetzt nicht aus dem Mai oder Juni 1944, man bereitet sich auf D-Day vor, das ist aus dem Oktober 2022. Ja, na mein Gott, die Soldaten in England, die werden da auf irgendwas warten. Die warten darauf, dass sie wieder ausziehen können und nach Hause gehen können. Was soll es denn sonst sein? Einheit der 25. Brigade der ukrainischen Truppen verurteilt kriminelle Befehle von Zelensky, Kiewer Regime. Seine Frechheit, das werde ich auf YouTube weiter vorlesen. Also als ob Kiew irgendetwas, also lasst mir bitte Herrn Zelensky in Ruhe. Kiew gut, Putin böse. Merken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ich habe ein schönes Video. Hungerwinter 1946-47 werde ich auf Telegram hochschieben. So, und jetzt möchte ich mal Zwicky grüßen. Du hattest gestern Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute nachträglich zu deinem Ehrentag. Und Felix Kracker, ich sage danke von Herzen. Ja, und ich würde mal sagen, das war heute eine sehr kurze und schnelle Sendung. Ja, schon klingelt das Telefon. Eine sehr kurze und schnelle Sendung. So, zack. Ich muss hier mal kurz auf. Was ist das hier? Sekunde, mein Telefon macht hier gerade Mucken. Eine schnelle, kurze Sendung, aber manchmal heißt es ja auch, in der Kürze liegt die Würze. Ich werde jetzt Virtu produzieren und mich schon mal mental auf meine Interview- und Live-Berichterstattung auf Getter vorbereiten, die ich am Samstag in Berlin ab 13 Uhr vor dem Reichstag machen werde. Ja, vielleicht werde ich auch jetzt ab 13.30 Uhr live senden. Ich muss mal gucken, wie die Situation ist. Kontrollieren, observieren, überwachen. Ich bitte euch von Herzen, solltet ihr gerade krank sein, bitte. Werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch nämlich. Denn wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Es grüßt euch mein Hausmeister Bruno Pete, Kevin Heinzelmann, Jerome Schmidt und natürlich meine liebe Frau Martina, wer die alle nicht kennt. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr sowohl Bruno als auch Kevin als auch Jerome. So, die sind da. Regelmäßig, ja. In letzter Zeit haben sie sich etwas rar gemacht, aber gut, was soll's. Schön, ich freue mich auf euch am Samstag. Ah nein, ihr bleibt ja zu Hause, haltet euch raus und unterstützt diese Regierung. Geht auf keinen Fall auf solche Demonstrationen. Nein. Übrigens danke an meine Unterstützer. Ich danke euch von Herzen. Nur dank euch ist diese Arbeit möglich. Und ich grüße mal Grit, die habe ich heute Morgen kennengelernt. Und Grit ist auch am Samstag vor dem Reichstag. Ja, wir hatten ein schönes Gespräch, ja, informelles Gespräch über die allgemeine Situation in Bundland. Und Grit war auch der Meinung, es ging uns noch nie besser, oder? Es ging uns noch nie besser, oder? Wir befragen mal das oben. Was sagt denn der Herr Pressli? Wenn der Herr Pressli gleich zu uns spricht, wird alles gut? Dann ist alles gut. Thank you, ladies and gentlemen. Das kann man als gleich bezeichnen. Good evening. Oder? I hope you enjoy our show tonight. So, Freunde, manchmal muss es auch kurz sein. Ich, Robert Götz, Matuszewski,
Freue mich auf euch am Samstag. Schaut euch übrigens meinen Energiespartipp an auf Robert Götz Matuszewski Premiere. Und Montag habe ich ein konspiratives Treffen mit einer Persönlichkeit, die ich auf links drehen werde. Und da werde ich ein Video machen. Das allerdings kommt definitiv nicht auf YouTube. Seid gespannt. Ja, da freue ich mich. Also ich sage nicht, wer es ist. Also ich denke, ich kriege ein Interview. Also wir treffen uns. Also Interview, ja, ich denke, ja, es wird ein Interview geben. Es wird eins geben. Ihr werdet begeistert sein, ja. Ich werde es investigativ anlegen und ich drehe ihn auf links. Freunde, ich hab euch lieb. Der Robby. Tschüss, Kids. I'm knarring out of the video. War kurz heute, ja.